Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu DIY Inspiration und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Nanotape Bubble Paket, was ich hier habe. Ich habe damit ja schon, glaube ich, ein oder zwei Videos gemacht und das eine hat funktioniert, das andere hat nicht so gut funktioniert. Heute werde ich es auf jeden Fall in Kombination mit Wasser testen. Also, wer es nicht kennt, Nanotape. Diese Rollen an Tape, in diesem Pack auch noch so Knete dabei, Glitzer dabei, so eine kleine Luftpumpe dabei. Das Tape lässt sich aufpumpen. Es ist grundsätzlich doppelseitiges Klebetape, was abwaschbar und wiederbenutzbar ist und aus dem man super niedliche Bubbles machen kann, kleine Anti-Stress-Bälle. Man kann super viele verschiedene Sachen damit machen. Und ja, ihr seht, ich habe hier in diesem Paket auch, wie gesagt, Glitzer mit drin. Ich habe hier diese Knete mit drin und diese Augen, um dem Ganzen eben nochmal richtig schön extra Charakter zu geben. Und ja, bei mir wird heute das Ganze nicht aufgepustet. Das kann man eben mit dieser kleinen Luftpumpe hier machen. Oder man kann es natürlich auch mit den Strohhalmen machen. Ich werde mir tatsächlich das Ganze schnappen und es möglichst mit Wasser befüllen. Ich finde super passend so zum Sommer. Wie so eine kleine Wasserbombe, aber naja, eher wie ein kleiner Antistressball. Und ich zeige euch jetzt erstmal nochmal das Tape. So. Es waren insgesamt eigentlich 6 Rollen dabei. Ich habe natürlich auch schon ein bisschen was verbraucht. Sehr breites, doppelseitiges Klebetape. Wenn man das hier abzieht, hat es hier eine Seite, wo eben diese Schicht noch drauf ist. Die Unterseite natürlich klebrig. Und ich möchte das Ganze eigentlich so ein bisschen breiter haben. Ich versuche mal, so mehrere Schichten nebeneinander zu legen. Ich schnappe mir nochmal hier. Dieses hier, das ist durchsichtig mit blauen Punkten. Jetzt mal so übereinander. Also nicht komplett übereinander, sondern eher so ein bisschen versetzt. Dafür muss ich hier allerdings auch schon so ein bisschen die Schutzfolie abnehmen. Die dann nachher dazwischen zu entfernen, ist natürlich super schwierig. Ups, jetzt habe ich es drauf. Gucken, ob ich sie da abkriege. Ja, okay. Ich habe sie da abbekommen. Gucken, ob ich sie da gerade bekomme. Oder ob das schon der erste Fail des Tages war. Ich glaube, das war schon mehr der erste Fail. So. Verschnitt. Ich mache es nicht ganz so groß. Ich schneide mir den Teil auch schon mal ab, dann kann ich das Ganze natürlich besser handeln. So, abgeschnitten. Schere war übrigens auch dabei. Und dann kann ich hier eben vorsichtig das Tape ablösen. Und ich glaube, ich brauche schon wieder ein neues Stück. Das klebt so stark hier an sich selber fest. Man muss so mega vorsichtig sein, ja. Leider, 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 leider. Okay. Aber das violette Stück hier, das ist noch vollständig in Ordnung. So, ich versuche jetzt mein nächstes Glück. Dieses Mal ein bisschen anders von der Variante her. Ich klebe es jetzt einfach so da drauf und bin jetzt einfach vorsichtig und hoffe das Beste. So. Okay. Ich habe hier jetzt schon mal ein ziemlich großes Stück.
Allerdings auf der einen Seite habe ich hier die Folie auf, bei dem blauen Glitzer habe ich sie oben noch, bei dem rosanen Glitzer, nicht rosanen Glitzer, bei dem rosanen an sich habe ich es auf der anderen Seite. Ich lege es mal vorsichtig zur Seite, mache das Ganze jetzt nochmal, damit ich eben zwei Schichten habe, die ich zusammenkleben kann. Ungefähr gleiche Größe, einmal schauen. Ja, ich mache das ein bisschen nach Augenmaß. Das wird schon gehen. So, dieses Mal lege ich das hin und dann kommt das von der anderen Seite darüber. Ein bisschen überlappen, kleben, zuschneiden. Dann ziehe ich hier auch einmal die Folie ab. So, ich habe jetzt hier noch die Folie auf der rosanen Seite mit drauf. Ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht am Tisch festklebt. Und auch nicht an sich selbst. Kann ich es nochmal vorsichtig so auf die Folie drauflegen? So, das ist praktisch. Ich habe es jetzt hier auf der anderen Seite mit der Folie. Das war tatsächlich eine gute Idee von mir. Hier habe ich es auf dieser Seite mit der Folie. Jetzt ziehe ich es ab. Gleicher Trick. Folie hier auf die andere Seite rüber. Nein, nicht daran festkleben. Jetzt habe ich hier Seiten versetzt. Die klebrigen Seiten habe ich hier innen. Und jetzt versuche ich das gleich mal zu einer Tasche zusammenzukleben. Also, ich habe jetzt beide Schichten hier liegen, die ich jeweils zusammengeklebt habe. Und ich habe ja gesagt, es soll Wasser mit rein und es soll definitiv auch reichlich Glitzer mit rein. Deswegen fange ich jetzt schon mal an, den Glitzer mit reinzufüllen. So, okay. Glitzer ist reichlich drin. Dann schnappe ich mir hier jetzt tatsächlich eine der Schichten, lege sie auf die andere drauf. Und jetzt muss ich noch ganz dringend das Wasser holen, das habe ich nämlich noch gar nicht hier, damit es nicht umfällt. So, ich hatte dann den Deckel so ein bisschen als Platzhalter dazwischen gelegt. Oh je, jetzt hat es mir am Tisch ein bisschen festgeklebt. Das sollte es eigentlich auch nicht. So. Und jetzt habe ich hier das Wasser. Und ich hoffe, es läuft nicht aus. Ich hoffe, es läuft mir nicht direkt auf den Tisch. Nein? Oh doch, tut es. Wo läuft es raus? Wo läuft es raus? Wo läuft es raus? Ist es jetzt zu? Hat es aufgehört? Nein! Okay. Ist hier die undichte Stelle? Ich glaube, ich habe sie gefunden. Ich glaube, inzwischen ist es dicht. Okay. Gut. Es passt auf jeden Fall mehr Wasser noch rein. Also kommt noch mehr Wasser dazu. Und es ist dicht. Ich drücke es jetzt hier oben mal zu. Okay. Oben schauen, dass es da auch wirklich dicht ist. Oh nein! Ich nehme jetzt mal hier die restlichen Schutzschichten ab.
Okay. Ich hoffe jetzt, dass das hier... Okay, da läuft Wasser raus. Wo läuft das Wasser raus? Wo ist das Problem? Hier ist auch noch eine Schutzschicht. Die nehme ich auch ab. Okay, hier ist es dicht. An der Seite ist es auch dicht. Und eben besonders dort, wo ich das durchsichtige Tape verwendet habe, sieht es richtig hübsch aus. Mit dem ganzen Glitzer in dem Wasser. Das ist schon mega cool. Es ist ziemlich unförmig. Und habe ich hier immer noch eine Schutzschicht drauf? Ich glaube, hier ist immer noch eine. Okay, die nehme ich auch mal ab. Dann bekommt das Ganze, glaube ich, mehr Flexibilität. Ja. So ist es sehr cool. Okay, ich glaube, ich werde nochmal einen weiteren Versuch machen. Gucken, was passiert, wenn ich es hier nass mache. Dann hört es auf jeden Fall auch aufeinander zu kleben. Also, das ist schon sehr witzig. Ich mache es auf jeden Fall nochmal mit nur durchsichtigem Tape. Und vielleicht auch ein bisschen ordentlicher, dass ich hier halt eben nicht diese ganz großen Verschnitte habe. Diese ganz großen Bereiche, wo es eben nur aneinander geklebt ist. Ich versuche die mal möglichst gerade abzuschneiden. Irgendwie scheint es ja auch immer noch ein bisschen undicht zu sein. Ich weiß nicht genau, woran da das Problem liegt. Naja, auf jeden Fall, man kann es auf jeden Fall zuschneiden. Und hat es dann auf jeden Fall in einer sehr süßen Form. Ich mache hier erstmal sauber und dann gibt es auf jeden Fall noch einen weiteren Test. Okay, Vorbereitungen sind abgeschlossen. Ich habe jetzt beide Schichten hier liegen. Ist ein bisschen kleiner geworden als beim ersten Versuch. Und ich starte jetzt tatsächlich wieder mit reichlich Glitzer. So, das soll mir an der Stelle einmal reichen. Das waren jetzt drei von den kleinen Fläschchen. Hier kommt jetzt die Klebeschicht drüber. Ich lasse jetzt hier oben einfach mal diese Ecke offen, um hier jetzt gleich das Wasser einzufüllen. Wo läuft es raus? Oh nein, oh nein, oh nein. Ich mach's zu, so schnell es geht. Muss ich gleich mal gucken, wie viel Wasser hier tatsächlich noch drin ist. Joa, ein bisschen was ist tatsächlich noch drin. Nicht so viel. Ja, das ist leider doch. Ich
muss sagen, eigentlich finde ich es gar nicht so schlecht. Ich wollte gerade sagen, das ist total der Fail. Das Wasser ist leider so gut wie alles rausgeflossen. Aber ich habe so viel Glitzer drin und der Glitzer ist ziemlich nass. Es lässt sich hier ziemlich schön kneten. Also es ist wie so ein Anti-Stress-Ball hier so in der Mitte. Ich gucke mal, ob ich das freischneiden kann. Ich nutze übrigens einfach mal diese kleine Kinderschere, die dabei ist. So, ich habe das jetzt einfach mal hier freigeschnitten. Und das hier, muss ich sagen, finde ich gar nicht so schlecht geworden. Es ist bei mir immer, ich habe super viele Ränder dabei, ich habe super viel Verschnitt, wo die Sachen dann so aneinander pappen und aneinander kleben. Und das ist dann ein bisschen seltsam immer. Aber wenn ich dann hier so die ganzen Ränder und so abschneide, bin ich dann hier mit diesem Ergebnis eigentlich ziemlich happy. Ich hoffe, ihr könnt es hier sehen, wie sich hier tatsächlich die Flüssigkeit drin bewegt. Also es hat definitiv funktioniert. Es hat Potenzial, das Ganze so zu machen. Und auch dieses doppelte Kleben, also dass ich hier in der Mitte diese doppelte Schicht habe, hat definitiv funktioniert. Der Teil ist auf jeden Fall dicht. Es sind eher so diese Falten, die sich so zum Rand hin gebildet haben, wo dann, glaube ich, die Flüssigkeit rausgelaufen ist. Aber so lassen sich definitiv coole Anti-Stress-Spielzeuge machen. Ich würde so als halben Fail einmal werten. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Natürlich wieder viel Verschnitt dabei, aber natürlich gehört das auch so ein bisschen dazu. Ist so ein bisschen Try and Error hier. Auf jeden Fall macht sehr, sehr viel Spaß und ich hoffe, euch hat dieses kleine Experiment auch wieder gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei DIY-Inspiration. Bis dann, tschüss!